So, wir sind ja in der letzten Folge hier in Marseille angekommen, an den Docks. Wir schauen uns einmal den Zaun an. Na komm. Ah ja. Oh, da ist ein Hund. Was ist los? Keine Ahnung. Der Hund fing ohne erkennbaren Grund an, Amok zu laufen. Das ist Teil seiner Ausbildung. Das soll mögliche Eindringlinge abschrecken. Oh, ich verstehe. Okay, tut mir leid. Ist schon okay. Denken Sie nur dran. Er ist ein ausgebildeter Wachhund. Ein Killer. Ach, und mehr willst du nicht. Vorhängeschloss. Stählerne Vorhängeschlösser mit der bloßen Hand aufzubrechen, war noch nie meine starke Seite. Okay, gucken wir mal zum Fenster rein. Über den Zaun probieren wir es gar nicht mehr. Hi, guten Morgen. Wissen Sie, wie spät es ist? Nein, ich habe keine Uhr um. Wie mein Daddy immer gesagt hat, ich glaube nicht an die Zeit, Mann. Na egal, auf jeden Fall sind Sie zu früh. Wie spät ist es überhaupt? Der große Zeiger ist auf der 4. Warum sind Sie nicht im Bett? Ich kann alles erklären. Geben Sie sich keine Mühe. So sehr interessiert es mich eigentlich gar nicht. Entschuldigung, der große Zeiger ist auf der 4, das heißt, es ist 20 nach. 20 nach was? Um wie viel Uhr öffnen Sie die Tore? Um 7. Macht es Ihnen was aus, wenn ich hier warte, bis die Docks aufmachen? Wie Sie möchten. Aber Sie müssen ziemlich viel Geduld mitbringen. Heute ist Sonntag und morgen fängt der nationale Urlaub an. Alles bleibt für einen Monat geschlossen. Als hätte ich es geahnt. Gehört der Hund Ihnen? Nö, der gehört zu diesem Job dazu. Ich füttere ihn nur ab und zu. Eher ab als zu, oder? Wie heißt der Hund denn? 20. Ungewöhnlicher Name für einen Hund. Das ist seine Registriernummer. Wachhund Nummer 20. Hat Nummer 20 vielleicht die Tollwut? Nö, nur schlechte Laune. Wie gesagt, er ist ein ausgebildeter Kampfhund. Sie haben ihn als Welpen genommen und irgendwas in seinem Kopf verdreht, um ihn so zu machen, wie er ist. Okay. Schon mal was von der Condor Transglobal gehört? Klar. Die haben ein Lagerhaus hier. Also könnte ich mir das mal ansehen? Erst nach den Ferien. Schauen Sie in einem Monat nochmal vorbei. Ich muss bei der Condor Transglobal was abliefern. Wo ist Ihr Lieferwagen? Etwa eine halbe Meile die Straße runter. Und Sie sind bis hierhin marschiert? Oh Mann, sind Sie verrückt oder so? Nö, war ganz leicht. Einfach immer einen Fuß vor den anderen setzen. Kann ich jetzt meinen Kram abliefern? Nicht ohne die nötigen Papiere. Sie holen erst die Papiere, dann gehen Sie abladen. Und ich behalte meinen Job. Guter Plan, was? Meine Lügengeschichte vom armen Auslieferungsfahrer bringt mich auch nicht weiter. Ach echt. Wissen Sie, was für Geschäfte die Condor macht? Ich werde dafür bezahlt, das Tor zu bewachen. Deren Geschäfte gehen mich nichts an. Ich bin auf der Suche nach einer jungen Frau. Bei den Docks? An was für eine Art Frau haben Sie denn so gedacht? Sie verstehen mich falsch. Ich versuche, meine Freundin zu finden. Ach so. Also, ich habe sie nicht gesehen. Und Sie können hier ausrichten, dass die Docks kein Platz für eine junge Lady sind. Hier ist es dreckig und gefährlich. Ich bin sicher, meine Freundin wurde hier hingebracht, nachdem man sie entführt hat. Was? Ihre Freundin wurde entführt? Ja, von einem Indio mit einem vergifteten Pfeil betäubt. Ein Giftpfeil, hä? Ich bin mir ziemlich sicher, er glaubt mir kein Wort. Ich habe hier dieses sehr exotische Höschen. Dann steck es auch schnell wieder weg, du perverse Sau. Haben Sie jemals von Professor Ubier gehört? Ich? Von meinen Freunden ist keiner Professor oder so. Was gibt's zum Essen? Bohnen. Wussten Sie, dass ein Mensch sich alleine von Bohnen ernähren kann? Der hier nicht. Werden Sie eigentlich die Bohnen nie leid? Klar, ich brauche schließlich auch mal Abwechslung. Und was essen Sie dann? Erbsen. Kann ich aber nicht zu oft essen. Die schlagen mir immer gleich auf die Verdauung. Haben Sie schon mal daran gedacht, Ihre Ernährung umzustellen? Was ist denn so schlicht an Bier und Bohnen? Muss ich Ihnen das wirklich noch sagen?
Sie pumpen ja genug Methan raus, um einen Zeppelin zu füllen. Das hier ist der Pfeil, mit dem dieser Indio auf meine Freundin geschossen hat. Na sowas? Das ist schon komisch. Aber warum haben Sie erwartet, sie hier zu finden? Ach, und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Schauen Sie sich mal diesen Brief an. Das ist ja pervers. Haben Sie das geschrieben? Oh nein, der Brief ist von einem Bewunderer meiner Freundin. An Ihrer Stelle würde ich ihm mit meiner Faust die Vorderzähne neu formatieren. Nicht ganz mein Stil, aber danke für den Tipp. Ich muss jetzt wieder los, aber ich komme zurück. Kann ich kaum erwarten. Das habe ich mir gedacht. So, da. Au, Mann, ist das heiß. Wir haben doch was, dass es nicht das mehr so heiß ist. Das ist nicht dick genug, um diese Hitze abzuhalten. Echt? Okay, wir können wohl hier entlang. Da unten ist eine Flasche. Da kommt man nicht dran. Die Flasche treibt gerade soeben außerhalb meiner Reichweite. Mich bekommt nichts und niemand in dieses Wasser, wenn es nicht um Leben und Tod geht. Hier sehe ich einen Stock schwimmen. Den können wir uns holen. Der Stab hat einen Haken an einem Ende. Ich nehme an, es ist ein Bootshaken. So, dann können wir nämlich den Haken nehmen, um die Flasche zu holen. Ist ja praktisch, wenn man sowas findet. Dieser Bootshaken für irgendwas sehr praktisch sein würde. Was die Flasche angeht, naja, selbst wenn ich keine Verwendung dafür finde, dann habe ich doch wenigstens die Docks ein bisschen sauberer gemacht. So, hier unten. Meine Arme sind zu kurz. Ich komme nicht bis an die Plattform ran. Hey, 20! Nö. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass wir da... Also wir brauchen jetzt erstmal die komischen Hundekuchen hier. Jetzt will ich kurz mal gucken. Wenn wir hier die Flasche hier drauf benutzen. Die Flasche ist halb voll Wasser. Vielleicht genügt das, um den Kegel so weit abzukühlen, dass man ihn anfassen kann. Jetzt kann ich in das Kaminrohr reinsehen. Okay. Und jetzt... Genauso. Die Flasche verstopft den Kamin. Und in der Hütte sammelt sich der ganze Qualm. Moment, wir müssen jetzt runter und müssen hier hoch, genau. Also ich habe das Spiel ja schon vor Jahren gespielt. Das sind so Sachen, wo man sich halt doch schon dran erinnert ein bisschen. So, das hier. Das Paket ist voller Hundekuchen. Der Bundesgesundheitsminister rät, dieser Becher gefährdet ihre Gesundheit. Den lasse ich lieber stehen. Ah ja. Gebackene Bohnen in Tomatensauce. Lecker. Aua! Ofen gleich Hitze, Hitze gleich Verbrennung, Verbrennung gleich unerträgliche Schmerzen. Genau. Jemand hat mir mal gesagt, ein Stück Kohle bringe Glück. Also nehmen wir uns ein Stück Kohle mit. Wer bin ich denn, dass ich gegen irrationalen Aberglauben argumentiere? So, was gibt's hier noch? Schachtel? In der Schachtel sind nur leere Formulare.
Okay. Haben wir noch Absinth? Nö. Nö, dann wieder runter, weil hier raus nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss. So, der ist wieder drin. Den Hundekuchen werfen wir hier auf die Plattform. 20, komm und hol's dir, Kleiner. So, und jetzt benutzen wir das Ding hier Ich habe ja drauf. leichte Gewissensbisse, den Hund einfach ins Wasser zu schmeißen, aber das vergeht schnell wieder. Dann ist der Hund nämlich für uns kein Problem mehr. Oh, armes Hundi. Wie ich es erwartet hatte, schwamm der Hund wie, na eben wie ein Hund. Okay. Der macht seinen Freischwimmer. Gut, wir können wieder nach oben. Und jetzt über die hier übers Gitter. Sehr schön. Ich fummle lieber nicht an der Klammer rum. Diese Greifer sehen aus, als könnten sie jeden Moment zuschnappen. Okay. Das Schild sieht aus, als sei es recht stabil an der Wand befestigt. Außerdem will ich es ja gar nicht wirklich als Souvenir mitnehmen. Ich komme nicht an das Rad heran und ich verspreche mir nichts davon, dort hinaufzuklettern. Hier drüben irgendwas. Da ist eine Tür, da ist ein Tor. Eine stabile Kette mit einem Vorhängeschloss blockiert die Türgriffe. Ich würde gerne mal speichern. Das Gitter lässt sich nur von innen öffnen. Der Lärm muss mein Klopfen wohl übertönt haben. Gut, dann gehen wir einmal hier nach oben. Vielleicht finde ich da oben einen Weg, um reinzukommen. Saugventilator. Durch das Metallgehäuse komme ich nicht an den Ventilator ran. Wenn ich hier die Kralle dran mache, an das Fass. Okay, also da kommt jedes Mal eine neue Kralle hoch. Gut, wir schauen mal durch das Fenster. Das Fenster klemmt völlig. Und das hier? Können wir das hier dran machen? Das funktioniert. Der Ventilator schmorte kurz auf und brannte dann durch, als der Bootshaken seine Rotorblätter verkeilte. Hey, wenn du nochmal so einen Lärm machst, breche ich dir beide Arme. Dieser Rüpel braucht dringend eine Lektion. Karsak ist schon sauer genug, weil wir den Stein nicht bekommen haben. Wenn du irgendwelchen Ärger machst, erzähle ich ihm, dass das alles deine Schuld war. Karasak?
Das muss sein Chef sein. Der Bootshaken klemmt zwischen den verbogenen Ventilatorblättern fest. Es gibt einen besseren Weg, Ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Es gibt einen besseren Weg, Ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Ach so, ja. Eben war es ja noch zu laut. So, wir stellen uns einmal hier hin, wir speichern nochmal. Und wir machen dann in der nächsten Folge weiter.